Hallo zusammen, willkommen zurück zu dem Spiel, was wir alle so lieben, Minecraft. Und das im Let's Play. So, ihr merkt, ich habe auch mal wieder neue Sounds dabei, also neue Musikstücke, damit euch nicht so langweilig wird. So, was haben wir getan in den letzten Folgen? Ich hab keine Ahnung mehr. Ich glaube, wir haben... Die Musik ist echt laut. Ich hoffe, die ist nicht zu laut in der Aufnahme. Aber eigentlich hätte ich es gescheckt, eigentlich müsste es gut sein. So, wir haben hier unten diese Dingsfarm hier gebaut, die auch jetzt wunderbar funktioniert. Ah, herrlich. Und eigentlich wollte ich noch mal irgendwie Slimes suchen gehen. Aber gut. Damit wir dann noch so weiter das Ding erweitern können, ne? Ja, schön, kommst du in die Ecke und stirbst, das ist gut. So mag ich das. Gut, ich habe absolut gar keine Ahnung, was ich machen wollte. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass die Musik ganz schön laut ist. Ich muss mal hier, Entschuldigung, an das Mikrofon passen. So. Ich glaube, hier. Wir hatten geklärt, dass hier keine Hühner mehr spawnen können, ne? Hatte ich, glaube ich, irgendwie. Weil schon zu viele da sind. Selbst. Ja, und das war der Gegenbeweis. Tada! Okay. Haben wir dann bald wieder zwei Hühner. Was wollte ich denn machen? Habe ich was gesagt, was ich was machen wollte? Nö, ne? Habe ich nicht, eigentlich nichts gesagt gehabt. Ja. Wir verprügeln dieses Schwein zum Beispiel, weil es draußen rumläuft. Wie wär's? So. Ja, was hatten wir denn vor? Wir hatten eigentlich nichts Großartiges vor. Das heißt, wir könnten einfach mal mit was anderem weitermachen. Wir könnten nämlich zum Beispiel mal hier hingehen und uns ein bisschen Gravel aus der Baumaterialienkiste nehmen. So. Und dann brauchen wir noch ein paar Schippen. Die wird nämlich nicht lange halten. Haben wir überhaupt Holz? Holz haben wir, das ist gut. Dann machen wir mal schnell hier ein paar Stickies. So. Ja, hör auf. Und dann nehmen wir ein bisschen Metall hier raus. So 1, 2, 3 Lüften eigentlich reichen. So, und dann brauchen wir einen Workbench. Die haben wir hier hinten. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und dann machen wir die da oben hin. Und dann machen wir drei Schippen. So, und dann werden wir nämlich jetzt gedacht. Naja, ich habe mir Schippen gecraftet und ich habe Gravel rausgenommen. Was werden wir wohl machen? Natürlich, wir werden Wege bauen. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wo, weil hier ist ja schon alles voll Wegen. Voll Wegen. Von Wegen. Hier ist schon alles voll Wege. Ah, die Hängebauchbrücke. Immer wieder schön, da drüber zu rennen. Oh, Mist, hängen geblieben. Ja, die guten Minenarbeiter sind auch hier. Die Mine, wo wir jetzt auch endlich einen Sinn haben, ne? Da unten geht es ja auch jetzt wirklich rein. Kann man schön sehen von hier aus, ist gut. So, dann geht der Weg natürlich hier weiter. Alles zugeschneit hier. So, dann führt er hier zu diesem Haus und wenn man durch das Haus durchrennt, ist ja auch eigentlich nur ein Lager hier. Haben wir eigentlich noch mehr Gravel? Kann das sein? Da ist noch Gravel, guck mal. Haha. Die ist zwar noch nichts beschriftet, aber Gravel haben wir schon drin. Da können wir alles hier lassen, brauchen wir alles nicht. Was war hier hinten nochmal drin? Ich habe ja alles irgendwie reinsortiert, aber Redstone, Schienen. Können wir bei Zeit mal alles mitnehmen und hinten ins normale Lager räumen. Genau, das machen wir wahrscheinlich auch auf dem Rückweg, machen wir das, genau. Oh, da ist ein Slimeballs drin. Cool, 14 Stück. So. Fangen wir erstmal hier an. Machen das mal hier bis darüber. So, dann können wir das hier direkt zukleistern. So. So, wo ist denn die Erleuchtung genau? In welche Richtung? Okay? Könnt ihr ihn sehen? Ich auch nicht. Achso, ich sehe gerade, ich habe keine Minimap drauf. Das ist natürlich doof. Ich werde mal eben. Am besten werde ich die Musik stoppen und dann mal kurz die Aufnahme beenden. So, und dann werde ich die Aufnahme fortsetzen. Ihr werdet fast nichts merken und die Musik einfach weiterlaufen lassen. So. Ja, was ich gemacht habe, ist die Minimap reingepackt. So. Wo ist jetzt dieser Leuchtturm? Jetzt könnte ich mir, weil ich ja jetzt geschickt bin, hier einen Wegpoint hinsetzen. Wie macht man das mit M? Ne, M ist, glaube ich, falsch. Ich muss, glaube ich, C drücken.
Ah, okay. Waypoints kann ich auch so machen. So, wenn ich mir jetzt hier einen Waypoint hinmache und nenne ihn einfach Lager. Lager an Schlucht oder sowas. Ja, die Farbe ist ja wunderbar, die nehmen wir. So. Lager an Schlucht. Ne? Ja, eigentlich ist das hier eher der Schluchteingang. Zumindest sehe ich das jetzt immer. Und wenn ich jetzt den Leuchtturm suchen gehe, kann ich ja einfach von da aus den Weg Richtung dieses Waypoints bauen. Das müsste ja gehen. So, und dann wird das ein verdammt langer Weg. Na, ich baue den gleich einfach mal so weit, wie ich kann. Und dann sehen wir mal weiter. Wo ist denn der Leuchtturm? Da hinten ist irgendwo Lava. Da kann ja nicht der Leuchtturm sein. So. Ja, dieser Turm, der da drauf ist, der wird noch verändert. Also, ich lasse ihn natürlich nicht so. Denn er gefällt mir nicht wirklich. Da hinten sind Bäume. Ich glaube, es ist eher in die Richtung, ne? Ich habe so überhaupt keine Ahnung hier. Ja, wo ist der Leuchtturm? Wo ist der Leuchtturm? Wo leuchtet er denn? So. Ach, da ist er ja. Haha. Das war ja fast easy. So. Da gehen wir jetzt mal eben hin. Waren wir schon lange nicht mehr. Oh, dieses Schwein hat mich in eine Falle gelockt. Das gesehen. So, man kann das Lager sogar von hier aus sehen. Warum habe ich vom Lager aus nicht den Leuchtturm gesehen? Weil ich irgendwo darüber geguckt habe, ne? Und der war hier. Aha. Gut. Das soll uns nicht aufhalten. Hallo? Nicht aufhalten. Ich habe noch Melone dabei. Melone! Okay, wenn man schwimmt und Melone isst, dann kommt man überhaupt nicht mehr vorwärts. Ach ja. So, okay. Zwei Schuss und das Schwein ist tot. Ach ja, die Musik kennt ihr jetzt gerade wieder übrigens das Lied, ne? Also ich habe nicht nur neue Lieder drin, ich habe auch die alten alle da drin, aber auch neue halt. So, hier ist ein schöner Sandweg, den werden wir aber ab hier abreißen. Genau. Ich würde sagen ab hier. Und zwar muss ich in diese Richtung rennen, genau. Richtung Waypoint da hinten. So, ist das Lied auch zu Ende? Mal gucken, was jetzt kommt. Gleich werden wir es erfahren. Wir müssen natürlich nicht so einen geraden Weg bauen, wir können ein bisschen Kurven reinbauen. Ob es ein neues oder ein altes Lied ist, werden wir gleich wissen. Das war jetzt nicht so schlau, ne? Wir machen das mal schon mal zu hier. Klingt nach was Neuem, ich glaube, das hatten wir noch nicht. So. So, wo geht's dann weiter? Dann gehen wir von hier aus am besten. Das ist hier genau falsch. Dann machen wir hier nämlich wieder Dreck hin. So machen wir es am besten. Und den Weg führen wir nämlich da weiter. Kann ruhig am Wasser herführen, das ist kein Problem. So. Ach nee, es wird dunkel. Na gut, dann gehe ich mal eben hier schlafen. Hier haben wir ja auch ein Bett. Gott sei Dank. Dann rennen wir mal schnell da rein. Gehen wir oben rein, ist egal. So, gute Nacht. Guten Morgen. Hab ich doch im Blocking gesetzt, ne? Hab ich doch richtig gehört, verdammt. So. Und hopp, und hopp, und hopp, und jawohl. Und weiter geht's. Es kann einige Schippen kosten, die wir jetzt hier verbrauchen werden. Obwohl, so weit ist es gar nicht, ne? Sieht nur so weit aus, aber eigentlich ist es ganz nah dran. So, und dann bauen wir bis dahin und dann geht's wieder mit Dings zu, hier mit Gravier. Ich hoffe, wir haben auch genug Gravier für dieses ganze Weggedöns hier. Also schön, immer Lieder, die wir kennen und Lieder, die wir nicht kennen, abwechseln. Das freut mich. Zack, da war schon wieder ein Stick leer. Bam, 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 padadam, da. So, wir haben Samstag. Heute waren wieder
Akta-Demos. Samstag, denkt ihr euch jetzt? Nimmt er nicht immer dienstags auf und dann für eine Woche? Richtig, doch diesmal nicht. Diesmal nehme ich einfach schon mal samstags auf. Und zwar hat das auch einen Grund. Ich meine, diese Folge werdet ihr jetzt Dienstag, Mittwoch, ich habe keine Ahnung, sehen. Aber ich muss einfach so früh aufnehmen, weil ich habe gerade Zeit. Das ist schon mal ein Grund. Und der zweite Grund ist, dass am Dienstag der 28. ist und am 28. Brickforce rauskommen wird. Denkt euch, was ist Brickforce? Guckt euch einfach das Video an, was ich dazu machen werde, weil das sieht ja komisch aus. Ich glaube, dann mache ich doch lieber einen geraden Weg. Brickforce wird ein Spiel sein, was ich wahrscheinlich entweder Let's Playen oder Let's Showen werde. Ich habe keine Ahnung. Grob gesagt, es ist wie, ich beschreibe es gerne mit, wie Minecraft und Counter-Strike in einem. So beschreibe ich das gerne. Und deswegen werde ich das nämlich, da startet die Beta an dem 28. und da bin ich für angemeldet. Und dann kann ich euch da mal schön ein neues Spiel präsentieren. Nicht immer nur das gleiche olle Minecraft. Ich hoffe, ihr guckt das auch und kommentiert mir dann, wie ihr das denn findet. So, so viel mal so in eigener Sache, musste man ja auch mal loswerden. Das ist ja erlaubt, ne? Ist ja mein Let's Play, da kann ich sowieso machen, was ich will. So auch, was ist das denn jetzt hier? So auch, schon mal ankündigen, was ich jetzt nächstes machen werde. So. Wie komme ich denn jetzt hier hoch am besten? Mal gucken, wie das aussieht. Lalala, da. Ich brauche übrigens mehr Rechner, glaube ich. Ich komme gar nicht mehr mit dem Rendern so wirklich hinterher. Ja, das wird doch hin und vor nicht reichen, das Gravel. Naja, sei es drum. Ja, das war die schöne Katze von mir.